Hallo und schönen guten Abend. Leute, heute gibt es mal ein bisschen ernstes Thema, über das wir definitiv reden müssen. Und wahrscheinlich dieses ernste Thema ziert auch den Titel dieses Videos. Ja, was ist passiert und über was müssen wir alles reden? Zwischen den beiden Diablo 4 Betas, zwischen der Vorbesteller-Beta und der Open-Beta, an dem Mittwoch dazwischen, wurde ich von den Entwicklern von Diablo nach Berlin zu einem kleinen Q&A-Meeting eingeladen. Bedeutet, ich hatte an dem Mittwoch, ich bin, glaube ich, allein 8 Stunden oder sowas zugefahren, hatte aber einen schönen Tag in Berlin gehabt und ich saß da mit ein paar anderen Leuten am Tisch und habe ein Q&A mit den Entwicklern gehalten, mit Rod Ferguson und mit Joe Shelley. Ja, bedeutet, wir haben denen natürlich Fragen gestellt über Diablo 4. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Ich gehe gleich mal so ein bisschen die einzelnen Fragen durch und was so die wichtigsten Erkenntnisse daraus sind. Aber vor allem haben wir denen eine ganz wichtige Frage gestellt und die ziert wahrscheinlich eh den Titel dieses Videos. Deswegen gehe ich da auf was allererstes ein und zwar das Ende von Diablo 3. Bedeutet, wir haben natürlich die Entwickler gefragt, wie geht es weiter mit Diablo 3 nach Diablo 4 Launch? Ja. Da sind sie natürlich darauf eingegangen, das Diablo-Team, wissen, das Diablo-3-Team ist sehr klein. Das sehen wir am Umfang der Seasons. Wir haben 6 Monate lange Seasons und bekommen dann den Altar of Rights. War jetzt schon so das größte Season-Thema. Haben die auch so betitelt auf jeden Fall. Ist schon auf jeden Fall viel Aufwand, der da reingeflossen ist. Aber für 6 Monate Arbeit ist das auch schon ziemlich wenig. Wir sehen natürlich, der Content ist in den letzten Jahren. Es gab ein paar coole Season-Themen, aber es ist nie riesig großer Content, den wir in Diablo 3 bekommen. Ja, bedeutet, das wird natürlich mit Diablo 4 jetzt noch weniger. Bedeutet, um genau zu sein, wir bekommen noch ein Season-Thema in Season 29, was kleiner wird als der Altar, also weniger Umfang nochmal. Und beginnt mit Season 30, werden dann die Season-Themen wiederholt. Die Nachricht haben wir ja schon vor zig Jahren bekommen, dass es irgendwann anfangen wird, dass die Season-Themen wiederholt werden. Hoffentlich fangen sie nicht ganz vorne an bei doppelten Goblins und doppelten Bounty-Mats. Denke ich mal nicht. Ich denke mal, die nehmen das erste richtige Season-Thema, wie den Prunkring. Ob es noch weitere Balance-Changes geben wird, das wissen wir nicht genau, darauf sind sie nicht genau eingegangen. Aber vor allem neuen Content in Form von Season-Themen bekommen wir doch ein einziges Mal mit Season 29 und ab Season 30 wird dann durchrotiert. Ja, ich muss sagen, als hauptsächlich Diablo 3 Streamer, Content Creator auf YouTube und sowas und leidenschaftlicher Diablo 3 Spieler mit über 20.000 Stunden, tut mir das natürlich ein bisschen in der Seele weh, dass es jetzt zu Ende geht mit Diablo 3. Ist aber auch logisch. Diablo 4 steht vor der Tür, Blizzard will da nicht mehr die Ressourcen quasi in Diablo 3 investieren. Ja, wir hatten ja auch in den letzten Seasons ein paar schöne Seasons mit ein paar schönen Season-Themen. Ich hatte schon mal so den Verdacht, dass es zu Ende geht mit Diablo 3. Das war dann kurz vor dem Immortal-Announcement, weil in dem Jahr, in dem Diablo Immortal damals announced wurde, haben wir in Season 12, 13 und 14 auch keinen Content bekommen für 3 Seasons hintereinander. Und die Kurzschlussreaktion aus der schlechten Response von Immortal war dann, dass wir die geilen Season-Themen bekommen haben und nochmal jede Klasse ein Set und wir so ein bisschen Content in Diablo 3 hatten. Das war ganz schön, das die letzten Jahre nochmal zu sehen, dass es so ein bisschen auflebt wieder Diablo 3. Aber jetzt dieses Jahr mit Diablo 4, mit Season 29 dann, mit der letzten Season, mit dem Season-Thema, wird es mit Diablo 3 zu Ende gehen. Und ich muss sagen, das macht mich wirklich traurig. Ja, deswegen erstmal Prost. Aber was bedeutet das dann überhaupt hier für mich? Also für hier YouTube und für Twitch, für meinen YouTube-Kanal, für mich als Diablo-Content-Creator, hauptsächlich für Diablo 3. Es ist natürlich schade halt, ich sag mal, für Season 29 wird es noch ein PTR geben. Da werde ich noch Content machen, ein paar Starter-Guides, ein paar Builds vorstellen. Und wenn dann mit Season 30 quasi anfängt, alles zu rotieren, werde ich wahrscheinlich meine Google-Docs, meinen Build-Planer-Links oder sowas auch so ein bisschen für die Ewigkeit halt zurecht machen, so ein paar generelle Starter-Guides machen, die für immer gelten, wenn halt nichts mehr dazukommt und nur die bestehenden, die bekannten Season-Themen durchrotieren, mache ich vielleicht dazu so ein paar generelle Guides, die man halt dann immer benutzen kann. Aber sonst so viel Diablo 3-Content werde ich dann auch nicht mehr streamen und auch auf YouTube nicht mehr machen, sondern ich werde dann weiterziehen natürlich zu Diablo 4. Ich werde auch die Ladders in Diablo 2 übrigens noch starten, mache ich auch noch sehr gerne, auch wenn da ziemlich wenig Content kommt, da will ich zumindest jede Klasse mal auf 99 haben. Das ist da noch so ein Ziel. Aber mit Diablo 3 werde ich dann wahrscheinlich so ziemlich abschließen. Ja, mein Ziel in der aktuellen Season ja noch, übrigens, das habe ich im Hintergrund offen, ich bin 3900 Paragon, ich will noch 5100 Paragon machen diese Season, damit ich Non-Season die 10.000 voll habe auf jeden Fall. Ich will diese Season noch 150, Great Rift 150 mit jeder Klasse machen. Das sind noch meine Ziele, bevor Diablo 4 dann launcht. Ja, aber dann ziehe ich zu Diablo 4 weiter. Und ich muss sagen, Diablo 4 ist aber auch das Gute. Mir haben die Beta-Wochenenden von Diablo 4 sehr viel Spaß gemacht. Mir gefällt Diablo 4 generell sehr, sehr gut. Und ich habe in Diablo 4 zumindest das, was ich am meisten in Diablo 3 schätze. Und zwar das Rumhantieren mit Legendaries, mit Legendary-Affixen, Builds zusammenbauen.
Dieses ganze Hin und Her, so ein bisschen reinfinden, ein bisschen komplexer das Spiel, ein bisschen mathematisch rumrechnen und sowas, das, was ich eigentlich am liebsten in Diablo 3 mache, auf dem PTR, auf dem Testserver, so hat sich für mich die Beta angefühlt. Die Beta von Diablo 4 war für mich wie ein riesiger Diablo 3 PTR mit ultra viel Content. Das heißt, so das, was ich wirklich am liebsten in Diablo 3 mache, habe ich in Diablo 4 und da bin ich auf jeden Fall glücklich. Das Einzige, was jetzt noch kommen muss, ist ein schöner Competitive-Modus, sowas wie Greater Rifts auf jeden Fall. Dann bin ich zufrieden auf jeden Fall mit Diablo 4. Dann habe ich auch nicht so das Problem halt von Diablo 3 sozusagen weiter zu moven. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen mal auf die weiteren Fragen ein, die wir noch gestellt haben, was für Antworten wir noch bekommen haben in diesem Q&A-Meeting. Denn das Diablo 3-Thema war da nicht das einzige. So, als allererstes haben wir auch gefragt, nämlich, wie sieht es denn nämlich mit der Regionsübersicht aus, mit dem Progress, mit den Lilith-Statuen, den Dungeons und sowas, was man alles sammeln muss quasi. Muss man das jede Season sammeln? Die Antwort darauf war, es gibt darauf noch keine Antwort, weil über Seasons noch nicht so sehr gesprochen wird, weil die Entwickler sich da selber wahrscheinlich noch nicht so sicher sind, wie sie das genau anstellen wollen. Ich denke, die allgemeine Response momentan ist ja, dass die meisten Leute keinen Bock haben, das alles nochmal zu sammeln. Das alles einmal generell sammeln ist okay, aber jede Season, alle 3 Monate aufs Neue, hat niemand so wirklich Bock drauf. Deswegen mal abwarten. Eine genaue Entscheidung, eine genaue Antwort haben wir da selbst von Blizzard noch nicht bekommen. Dann. Es gab noch eine Frage über Secret Cow Level. Wird es eins geben? Naja, ob es ein Secret Cow Level gibt, das darf Blizzard nicht sagen. Ansonsten wäre es ja kein Secret mehr quasi. Das heißt, dazu gab es auch keine klare Antwort. So, dann als nächstes ging es um die Leaderboards in der Season. Competitive Gameplay. Was mich auf jeden Fall auch sehr interessiert. Competitive Gameplay wird es natürlich mit den Seasons geben. Bedeutet aber, sie wollen natürlich vorher generieren, also vorher gewährleisten quasi, dass Leaderboards in Diablo 4 auf jeden Fall legit sind, dass alles gebalanced ist. Das heißt, vor der ersten Season in Diablo 4 muss ein bisschen gebalanced werden. Die wollen nicht, dass dann ein Rogue-Build ganz oben steht, als bester Build sozusagen, dass den alle nur nachbauen und alle anderen Builds sozusagen hinabfallen oder dass generell nur Rogue in irgendeinem Leaderboard am besten ist und alle anderen Klassen halt dadurch dagegen schwach wirken. Bedeutet, die Balance muss ein bisschen gewährleistet sein. Es muss gewährleistet sein bei Leaderboards, dass sie legit sind. Das heißt, dass Leute, die Exploits benutzen, irgendwelche Bugs benutzen oder sowas, die botten, halt irgendwie cheaten in irgendeiner Art, dass die rausgebannt werden, definitiv. Irgendwas mit Anti-Cheat-Zeugs muss da definitiv gewährleistet sein. Das wollen sie, wenn sie es machen, definitiv richtig machen. Dann wollen sie nicht nur kompetitiven Content, der an den Grind gebunden ist. Natürlich sowas wie ein Level 100er Race Leaderboard, ähnlich wie in Diablo 2, wäre ganz geil, meinten die auf jeden Fall auch. Aber sie wollen dann Sachen, die auch ein bisschen vielleicht von dem Grind losgelöst sind. Ja, keine Ahnung, ähnlich wie die Conquest zum Beispiel in Diablo 3. Und wir haben zusätzlich noch die Info bekommen, dass wahrscheinlich in der ersten Ladder dann direkt auch neue Features kommen werden. Ein neues Feature, ein neuer Endgame-Content, der sich auch dazu eignet, natürlich kompetitiv sich damit zu messen. So, vor der ersten Ladder, um sich da so ein bisschen zu messen, um da irgendwas zu haben, wo man competen kann, dafür ist dieser Level 100er Boss da. Bedeutet, es gibt einen Boss im Game auf Level 100, auf dem Max-Level. Da soll man sich so ein bisschen challengen können, auf jeden Fall, diesen Boss vielleicht unter Level 100 zu schaffen mit einem lower gegierten Char. Wie kann man den am schnellsten schaffen oder so? Also, da gibt es einen wirklich sehr, sehr, sehr schweren Boss im Game, den man sich auch so ein bisschen messen kann, der sich vielleicht auch später für Competitive Gameplay eignet. So, dann gab es noch eine Frage über Uniques und über Gambling. Also, wir haben ja sowas wie Kadala sozusagen in Diablo 4. Ja, ob man die seltensten Uniques auch bei dem Händler da gamblen kann? Wahrscheinlich nicht. Also, die allerseltensten Items kannst du definitiv nicht da gamblen, die musst du dann finden. Das war eine relativ schnelle Antwort darauf. Dann, aber was ich gefragt habe, viele, die es mitbekommen haben, die letzte Diablo 2 Ladder und Diablo 3 Season sind innerhalb von einer Woche gestartet. Eine Woche dazwischen. Für mich war das sehr stressig, weil ich wollte ja meinen 99er Grind machen, bevor die D3 Season losgeht. Und das hat nicht hingehauen und da war mein Start so ein bisschen im Arsch. Ja. Wie das denn mit Diablo 4 aussieht, ob sie da planen, dass es nicht mehr so nah alles aneinander gerät. Und die Antwort darauf ist, in Diablo 4 sollst du es ja wirklich absehen können, wann eine Season startet und wann eine Season endet. Also die wollen sich ja wirklich strikt an diese 3-Monats-Regel halten. Natürlich, weil du jede Season dir auch einen Battle Pass kaufen kannst für 10 Euro. Das heißt natürlich, sie wollen regelmäßig neue Seasons starten. Ja, und durch diesen 3-Monats-Rhythmus sollst du wirklich sagen können, da ist Start, da ist Ende. Und auch weil sowas wie Diablo 3 jetzt natürlich dann nach Season 29 nur noch seinen Content rotiert, haben die ja nichts mehr auch zeitlich, woran die sich binden müssen. Bedeutet, darauf kann natürlich auch besser geachtet werden. Wie das mit Diablo 2 Resurrected aussieht, weiß ich nicht. Darauf sind sie jetzt nicht so eingegangen.
Aber sie haben auf jeden Fall gesagt, weswegen das in das letzte Mal passiert ist, mit jetzt hier der D2 Ladder und der D3 Season, weil vor allem wegen dem Altar of Rights, dafür musste das D3 Team, das relativ kleine D3 Team, so ein bisschen hustlen, so ein bisschen rauspushen auf jeden Fall. Die haben sich da ein bisschen Mühe gegeben, dann musste nebenbei noch irgendwie auf Overwatch Seasons geachtet werden, auf WoW Patches geachtet werden. Und irgendwie ist es dann halt blöd aufeinander geraten, dass das innerhalb von einer Woche stattfindet. Zwar halt blödes Timing, aber in der Zukunft wird darauf geachtet, dass sowas dann eher nicht passiert, auf jeden Fall. Ja. Dafür wurde sich auch entschuldigt, dementsprechend. So, dann ging es um die Items in einer Season Journey. Bedeutet, wir haben in Diablo 4 auch eine Season Journey, eine Season Reise sozusagen, wie in Diablo 3. Diablo 3 gibt es in der Season Reise das Hedrick's Gift, das Starter-Set. Also es gibt Items sozusagen in der Season Reise. In Diablo 4 werden wir in der Season auch eine Season Reise haben. In der Season Reise in Diablo 4 wird es auch Items geben. Also wir haben es genannt, Power-Based Reward sozusagen. Bedeutet irgendwie Materialien, irgendwelche Items, irgendwelche Starter-Stuff sozusagen. Dass es irgendwie einen Grund gibt, diese Season-Reise durchzuspielen. Diablo 3, der Grund, die Season-Reise durchzuspielen, sind am Ende dann Cosmetics. Das wird dann in Diablo 4 eher halt auf Power-Based Items gehen, auf Items, die irgendwie deinem Char was bringen. Und im Gegensatz dazu ist halt dann der Battle Pass, der ist dazu da, um kosmetische Items vorrei zu spielen. Ja, das wird so ein bisschen getrennt quasi, dieses Thema. So, was habe ich als nächstes stehen? Ja, wir haben so ein bisschen über Pets und Cosmetics und sowas geredet. Diablo 4 wird ja sehr seriös gehalten, bedeutet keine leuchtenden Flügel oder sowas, keine Pets oder Mounts oder sowas, was irgendwie nicht in diese Welt reinpasst. Die Stimmung der Welt soll nicht gebrochen werden. Und bei dem Punkt sind wir nochmal drauf eingegangen, bei Pets direkt dann. Altar of Rights natürlich in Diablo 3. Wir haben Pets jetzt, die gelbe und blaue und weiß einsammeln und zu Mats machen und so, dass wir das nicht wieder genommen haben wollen oder so, dass wir das auch vielleicht behalten dürfen in Diablo 3. Da gab es auch eine sehr positive Response zu, jetzt keine klare Antwort oder so, aber ja, vielleicht können wir das in Diablo 3 ja wirklich auch behalten, unsere Pets, die Mats einsammeln und so. In Diablo 4 wird sowas erstmal nicht geben, irgendwelche Pets, die Sachen einsammeln. Das war eigentlich so der große Konsens und dann sind wir ein bisschen zu Diablo 3 abgeschweift. Ja, als nächstes, was habe ich hier stehen? Damage Multiplier Scaling. Ja, was mir aufgefallen ist, das war ja quasi zwischen den beiden Beta-Wochenenden dieses Q&A. Und im zweiten Beta-Wochenende habe ich zum Beispiel ein Item gefunden, ein Legendary-Item in Diablo 4, was meinem Spell Pulverisieren beim Druide bis zu 260% mehr Schaden gegeben hat auf einer Waffe. Also ein dicker Damage Multiplier. Zusätzlich hat das noch so eine Schockwelle nach vorne geaddet, so für so ein bisschen mehr Radius. Und das ist auch ein Punkt, auf den ich eingegangen bin, und zwar Damage Multiplier sind ein großes Thema in Diablo 3. Bedeutet, in Diablo 3 haben wir spezifische Items mit spezifischen Multipliern, auf die du immer angewiesen bist, wenn du einen gewissen Build spielst. Bedeutet, du bist meistens auf den Set-Multiplier, auf alle deine 6 Set-Items angewiesen und dann auf ein, zwei Items, die quasi den Skill buffen, den du benutzt. Und das habe ich natürlich auch gefragt für Diablo 4, ob wir denn vielleicht auch sowas in der Art haben, was uns so sehr gewisse Items aufbindet quasi für einen gewissen Build. In Diablo 2 zum Beispiel hat man das nicht so stark. Da gibt es ein paar Runenwörter, die schon sehr stark sind, so ein Enigma oder so, was die meisten Builds benutzen, aber du hast nichts, was so spezifisch einen Skill bufft. Und wie ich schon leider selber gesehen habe, gibt es das in Diablo 4 wieder. Also das war der größte Multiplier, den ich bis jetzt gesehen habe, mit 260% mehr Schaden für einen Skill. Allgemein war die Antwort, dass es eher low gehalten werden soll. Es gibt ja auch keine Sets quasi, die dann quasi, also Sets wird es in Diablo 4 ja nicht geben, wo quasi dann 6 Items sozusagen auf eine Skillung gebunden werden. Aber es gibt so einzelne Multiplier, aber die wollen sie verhältnisweise eher lower halten. Auch wenn ich sagen muss, dass ich dieses 260% schon ziemlich groß fand. Das hat schon dieses Legendary-Item so ein bisschen an dieses Pulverisieren-Bild gebunden, weil es einfach ein riesig großer Multiplier ist. Ja. Aber die Antwort war allgemein vom Scaling, wollen sie das lower halten, weil natürlich, wenn du nur so Items hast wie, Skill XY bekommt 50% mehr Schaden, aber du hast doch in Diablo 4 so allgemeine Items, so wenn du Grundfertigkeiten castest, macht deine nächste Basisfertigkeit 50% mehr Schaden, dann ist das eher vergleichbar. Dann bist du nicht so sehr auf das eine Item angewiesen, sondern kannst auch einen allgemeinen Multiplier sozusagen nehmen. Das wollen sie eigentlich alles ein bisschen lower halten, aber ich muss sagen, da habe ich schon ein anderes Negativbeispiel von gefunden. Aber mal sehen, wie es dann am Ende wirklich aussieht. Dann ging es um Item-Seltenheitsstufe. Bedeutet weiße, blaue und gelbe und sowas. Ob sie denn planen, jede Item-Seltenheitsstufe wirklich einen Zweck zuzuweisen oder ob weiße und blaue eigentlich eh nur Garbage sind. Müll zum Zercraften. Und ja, im Endeffekt, weiße und blaue werden nur Müll zum Zercraften sein. Gelbe Items können wir zu legendären upgraden. Bedeutet über den einen Händler hier, über den Codex of Power oder Aspekte, die wir extrahieren von Legendaries oder Legendary Affixe, extrahieren wir und hauen auf gelbe drauf und machen so aus gelben Items legendäre Items. Beim Kuriosität.
Nicht Kuriositätenhändler, beim Okkultisten machen wir das. Dadurch werden gelbe Items sinnvoll, aber für weiße und blaue ist das nicht wirklich geplant. Weiße und blaue Items werden Müll sein. Ich bin direkt nochmal darauf eingegangen, wie es denn aussieht mit Runenwörtern. Wir wissen, zu Release wird es keine Runenwörter geben, aber vielleicht irgendwann, ob irgendwann Runenwörter eventuell weißen Items einen Sinn und Zweck verleihen könnten. Da hieß es aber auch direkt, es ist kein Plan, es gibt keinen Plan, irgendwie weiße Items sinnvoll zu machen in irgendeiner Form durch Runenwörter oder so. Also weiße Items und blaue Items werden zu 90% in Diablo 4 Müll sein. Ja, also nur Materialien. Dann ging es nochmal um die Änderungen nach der Beta. Bedeutet, wir haben jetzt eine Beta-Version gespielt, an zwei Beta-Wochenenden. Wie viele Änderungen kommen denn jetzt noch von der Beta? Wie weit ist denn diese Beta-Version? Darauf hieß es, die Beta-Version war ein wirklicher Test von dem aktuellen Spiel. Bedeutet, sie haben natürlich viel Feedback bekommen, was Bugs angeht, was Balance-Änderungen angeht, was Quality of Life angeht und sowas. Und ein bisschen was dahingegen wird geändert, aber es wird jetzt nicht mehr dick, fett viel umgekrempelt bis Release. Also erwartet nicht, dass sich das ganze UI vom Design her oder sowas ändert. So leichte Quality of Life Changes, mal irgendwie einen Knopf ein bisschen verbessert. Ich habe denen das Beispiel gebracht, dass ich es sehr unangenehm fand, wenn man Items umgerollt hat beim Okkultisten, dass man da gefühlt fünfmal drücken muss. Du, ja, du musst einen Stat auswählen, den will ich umrollen. Kriegst du Stats präsentiert, dann drückst du drauf, welchen du haben willst. Dann kriegst du nochmal ein Fenster, kriegst du nochmal gezeigt, wie das Item dann aussieht. Musst dann nochmal bestätigen, musst dann wieder das Item einfügen. Das hat sich nicht so smooth angefühlt wie in Diablo 3. Und ja, das sind so Sachen, an denen wird natürlich gearbeitet werden. Das wird nicht alles bis Release gefixt werden. So kleine Quality of Life Sachen, dass sich was bequemer anfühlt. Aber wir müssen ja dann denken, Diablo 4 ist ein Service-Game, bedeutet, wir bekommen Seasons, wir bekommen Content regelmäßig alle 3 Monate. Das sind so Sachen, die werden in der Laufe der nächsten Jahre gefixt. Das war bei Diablo 3 am Anfang auch nicht alles perfekt. Im Laufe der Jahre sind viele Sachen besser geworden, obwohl uns in Diablo 3 bis jetzt, bis heute noch manche Quality of Life Changes eigentlich fehlen. Ja, also mal sehen, was da noch so kommt. Es wird natürlich ein paar Änderungen geben von der Beta, aber jetzt denkt nicht dran, dass sich großartig alles ändert, dass es komplett anders da aussieht, UI-Änderungen und sowas, wird es nicht geben. Es wird keine drastischen Changes geben, natürlich Bugs, Fixes und sowas, ist ja klar. Ganz leichte Balance-Changes, aber auch das Early Game, dieses Level 25er-Zeug. Wir sind auch direkt zur Sprache gekommen, dass vor allem am Anfang der Beta, das war jetzt zwischen den ersten zwei Betas, nach der ersten Beta meinten viele Leute, ach, der Barb ist ja so schwach. Während der zweiten Beta hieß es dann, ach, der Barb ist ja so stark mit seinen 350.000er-Crits. Ja, weil man halt im Early Game nicht so viel über Balance aussagen kann. Bedeutet dahingegen, wird es auch nicht so viele Änderungen geben, weil das halt wirklich nur Early Game Stuff war und man da nicht so den richtigen Eindruck von den Klassen überhaupt bekommen hat. So, was habe ich hier noch als Notiz stehen? Natürlich bei den ganzen UI-Anpassungen und sowas und der Design, das Design quasi, wie man einzelne Händler oder sowas auch handelt, muss immer darauf geachtet werden, dass es sich gut anfühlt für PC, für Maus und Tastatur, für Couch-Koop, für Controller und sowas. Da muss quasi auf jede Plattform geachtet werden, dass es auf jeder Plattform gut zu handeln ist, sozusagen. Das macht es auch ein bisschen schwieriger, das alles, ja, halt sozusagen gescheit und bequem für jede Plattform zu designen. Weil erstmal darauf geachtet werden muss, dass überhaupt jede Plattform, jede Steuerungsart quasi damit zurechtkommt. So, ich bin direkt übrigens auch nochmal darauf eingegangen, auf die Klassenmechanik vom Barb, weil wir so ein bisschen über Barb geredet hatten. Ich hatte ja die eigene Frage, nämlich, vielleicht habt ihr mein Klassenmechanik-Erklärungsvideo gesehen von Barb. Da war ich mir nicht sicher, ob diese ganze Waffenexpertise, ob die Effekte überhaupt aktiv sind. Aber ja, die sind alle aktiv mit auch ihren Level 10er-Effekten. Das habe ich definitiv nochmal bestätigt bekommen, weil ich hatte in der Beta halt was ausprobiert mit dem Einhand-Streitkolben-Effekt und den habe ich nie zum Wirken gebracht quasi. Also der hat nie dadurch meinen Berserker angemacht, auch wenn ich wirklich tausendmal gespielt habe, irgendwie mit Lucky Hit-Chance ganz hoch und so. Also es hat irgendwie nicht funktioniert, aber war anscheinend nur ein Bug. Das soll alles von Anfang an funktionieren, diese Expertise beim Barb. Also ab Level 5 schaltet man das frei. So eine kleine Info dazu noch. So, dann ging es darum nochmal um ein Gem-Tab im Inventar. Bedeutet, der anscheinend der Vorschlag kam schon von ein paar mehr Leuten. Wir haben ja diese paar Tabs sozusagen im Inventar von Diablo 4. Bedeutet, wir haben was für unsere ganzen Items, die wir finden. Wir haben was für Quest-Items. Wir haben was für Verbrauchsgegenstände, wo Tränke da sind oder Schlüssel oder so. Und wir haben noch einen Tab für die Aspekte, die wir extrahieren von legendären Items. Das heißt, das Inventar ist in so verschiedene Tabs unterteilt. Ob wir denn da vielleicht auch einen Tab bekommen können für Edelsteine, für Rubine, Topasse, Saphire, Smaragde oder so. Ja, positive Response auf jeden Fall. Wie ich das Feedback kam schon von vielen. Eventuell kommt sowas auch. Wäre für die Sortierung im Inventar sehr gut. Fände ich sehr nice auf jeden Fall. Dann müsste man, könnte man eigentlich immer sozusagen Gems dabei haben, eigentlich in diesem extra Gem-Inventar. Müsste nicht dann denken, die immer wieder in die Tour zu tun, damit man mehr Platz im Inventar hat, weil die Platz verschwenden. Ja, positive Response dazu auf jeden Fall. Eventuell wird es noch so einen Gem-Tab geben. So.
Dann ging es um den Farming Speed Increase, das habe ich dann gefragt. Und zwar, wie ihr alle vielleicht bemerkt habt, wenn ihr Diablo 4 Gameplay gesehen habt oder selber die Beta gespielt habt, Diablo 4 spielt sich ja deutlich langsamer als Diablo 3, aber auch langsamer als Diablo 2, muss ich sagen. Es spielt sich eher so in der Geschwindigkeit von einem Diablo 3 Vanilla, aber auch noch ein bisschen langsamer, das Diablo 3 Vanilla. Liegt natürlich auch daran, dass wir nur Low-Level, Level 25er Gameplay gespielt haben und nicht jetzt Endgame-Gameplay mit full allen Legendary-Affixen und auch Uniques und sowas. Ja, das wird natürlich im Endgame nochmal ein bisschen schneller werden als jetzt Early-Game, aber natürlich an die Geschwindigkeit von Diablo 3 wird es nicht rankommen. Sie aimen da so ein bisschen zwischen Diablo 2 und Diablo 3, so die Geschwindigkeit. Aber ich meinte zu denen auch, ja, in D3 hat sich das natürlich auch sehr verschnellert. Von Vanilla zu D3 bis jetzt sind wir ja tausendmal schneller unterwegs als damals. Die meinten auch, abwarten, gebt erstmal Diablo 4 auch seine 11 Jahre Zeit sozusagen, da zu progressen, schneller zu werden. Ist halt schwierig, ein Spiel, was 11 Jahre alt ist, zu vergleichen mit eins, was dann einen Tag alt ist, in puncto Geschwindigkeit oder so. Also gebt dem Spiel ein bisschen Zeit, dass es auch schneller wird. Für alle, die das so ein bisschen stört, dass Diablo 4 vielleicht so ein bisschen langsamer ist als D3, so hat D3 auch angefangen. Das Spiel braucht erstmal ein bisschen schneller zu werden. Das so zu designen, dass es von Anfang an so eine Geschwindigkeit wird wie D3, ist auch ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn natürlich auch viel darauf geachtet wird, dass die Stimmung, die Story, die Welt und die Umgebung alles passt und darauf gar nicht so hart geachtet wird. Das ist eine Entwicklung, die das Spiel dann im Laufe der Zeit wahrscheinlich durchnimmt. So. Und ein letzter Punkt war dann noch diese ganzen Fachbegriffe. Overpower, Vulnerable, also verwundbar, Stählung und sowas. Diese ganzen Fachbegriffe, die wir in Diablo 4 kennen. Wenn du gesund bist, wenn du verletzt bist oder sowas. Wofür gibt es eigentlich diese ganzen Sachen? Die ganzen Status-Effekte sozusagen gibt es dafür, um so ein bisschen abzulenken von dem, worauf wir in Diablo 3 immer gehen, und zwar Crit-Chance und Crit-Schaden. In Diablo 3 eigentlich jeder Build, so ziemlich jeder Build, baut auf Crit-Chance und Crit-Schaden auf. Leute, du wolltest überall, wo du es haben kannst, willst du Crit-Chance und Crit-Schaden draufrollen. Das ist so einer der hauptwichtigsten Stats, neben deinem Main-Stat und vielleicht ein bisschen prozentual Schaden für deinen Skill, auf den du spielst. Und davon wollen sie so ein bisschen weggehen. Bedeutet, dafür gibt es sowas wie Vulnerable, verwundbar heißt das auf Deutsch. Das heißt, du kannst Gegner verwundbar machen, dann leuchtet der Lebensbalken so lila und die Gegner erleiden 20% mehr Schaden. Ne? Da gibt es dann extra Skills für, die Gegner verwundbar machen oder Prozente, wenn Gegner verwundbar sind, erleiden sie nochmal mehr Schaden. Dasselbe gibt es dann auch mit Overpower Damage, überwältigen Schaden, wo du von Anfang eine 3%ige Chance hast. Und dann gibt es dann Skills auch, die dir einen garantierten Overpower-Hit geben, wo du dann Schaden machst in Höhe deines Lebens und deiner Stählung. So eine Art Schild quasi, die man stacken kann, die du oben drauf auf deinen Hit nochmal einen Schaden machst. Das kannst du auch prozentual steigern, halt deinen überwältigen Schaden. Also die tun sozusagen viele verschiedene Arten von Schadens-Increases nochmal einfügen, um so ein bisschen von Crit-Chance und Crit-Schaden wegzugehen. Dass nicht jedes Bild wieder auf Crit-Chance und Crit-Schaden geht. Sondern ja, der Bild geht auf überwältigen Schaden. Bild geht auf verwundbar Schaden. Der geht auf Crit-Chance oder Crit-Schaden. Dass da mal so ein bisschen Variety herrscht, dass nicht quasi jeder Bild sich so ziemlich gleich equippt in Diablo 4. Dafür gibt es diese ganzen verschiedenen Fachbegriffe und ganzen verschiedenen Statuseffekte, dass man sich schon immer so ein bisschen auf einen spezialisiert bei seinem Bild und dass aber nicht jeder Bild quasi auf das gleiche geht. Dafür ist das in Diablo 4 da. Jo. Und das waren auch so die ganzen Fragen. Ich hoffe, ich habe es alles so ein bisschen verständlich rübergebracht. Das waren alle Notizen, die ich mir deswegen auf jeden Fall gemacht habe. Vielleicht jetzt noch so eine kleine Info, wie es jetzt demnächst weitergeht und so ein bisschen was über Diablo 3. Als allererstes für alle, die es vielleicht bemerkt haben, Diablo 3, die Demon Hunter Leaderboards wurden geklärt. Der Natalia-Exploit ist ja jetzt endlich weg. Wenn ich jetzt hier nach Natalia sortiere, den wir haben hier in 8 Minuten 42er Clear. Das ist weg. Die ganzen 4-Spieler-Leaderboard, 2er, 3er und 4-Spieler-Leaderboard wurden auch gewiped. Sie sind komplett weg. Sieht man, wenn ich hier auf meinen Rekord gehe, ich habe jetzt hier einen 1,59er Rekord, auch wenn mein eigentlicher Rekord 1,56 ist, den ich vorher gemacht habe, aber hier wurde alles rausgelöscht. Also wie von jedem der 2er, 3er, 4er Rekord und von jedem auch der Dämonenjäger Rekord. Deinen eigenen persönlichen Rekord siehst du noch, aber quasi im Leaderboard ist alles weg. Ich sehe auch hier meine 7,5 Minuten Zeit, das heißt, sie müsste im Leaderboard drin stehen. Wenn ich hier draufklicke, passiert aber nichts, weil ich nicht mehr im Leaderboard stehe, aber persönlich auf deinem Profil hast du noch deinen Rekord. Ja, und sie haben auf jeden Fall den Demon Hunter, den Natalia Exploit, gefixt. So, bedeutet, in der nächsten Zeit geht es auf jeden Fall bei mir hier folgendermaßen weiter. Ich werde Diablo 3 Season noch spielen, bis Paragon 5100 auf jeden Fall. Ich versuche meine 150 alle zu machen. Ich mache nebenbei natürlich noch ein bisschen Diablo 4 Content. Ich habe noch so ein paar Videos von der Beta geplant. Wir machen noch ein bisschen Theory Crafting, das haben vielleicht auch manche mitbekommen. Ich habe so ein kleines Google Doc, habe so ein paar Stats zusammengetragen. Ich mache das so ein bisschen, damit ich ein paar Guides machen kann, ein paar Mechaniken von Diablo 4 noch erklären kann, vor Launch auf jeden Fall. Dann habe ich auf jeden Fall Spaß, wird ein bisschen Diablo 4 Content geben und mit Diablo 4 Release dann wahrscheinlich hauptsächlich Diablo 4.
Bis dahin haben wir aber nochmal in Season 28 ein bisschen Spaß jetzt hier die nächsten Wochen. Ja, und ich würde mal sagen, das war's dann auch soweit. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, haut das gerne in die Videokommentare. Ansonsten sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.